Herzlich willkommen im Städtischen Klinikum Wolfenbüttel. Von Anfang an in den besten Händen. Mit diesem Leitspruch begleiten wir werdende Mütter und ihre Neugeborenen ab der 36. Schwangerschaftswoche auf höchstem Niveau. Rund 1000 Kinder erblicken jedes Jahr in unserem Klinikum das Licht der Welt. Ab der 30. Schwangerschaftswoche haben Sie die Möglichkeit, sich online zur Geburt anzumelden. Auf unserer Homepage können Sie alle notwendigen Formulare bereits vorab ausfüllen und uns per E-Mail zukommen lassen. Dies gibt Ihnen wertvolle Zeit am Tag der Geburt. Darüber hinaus bieten wir während Ihrer Schwangerschaft eine ärztliche Sprechstunde an. In dieser nehmen wir uns die Zeit für Ihre ganz persönlichen Fragen und tun unser Bestes, Ihnen eventuelle Ängste zu nehmen. Ist der Zeitpunkt der Geburt gekommen, befinden sich zwei kostenfreie Storchenparkplätze direkt vor unserem Klinikum. Diese sind zum Abholen und Bringen unserer Schwangeren und Gebärenden freigehalten. Betreten Sie unsere Klinik durch den Haupteingang und folgen Sie anschließend der Beschilderung zum Kreissaal in das dritte Obergeschoss. Pandemiebedingt erhält Ihre Begleitung zunächst einen Antigen-Schnelltest. Ihr Test erfolgt parallel bereits im Kreissaal. Zur Geburt wird Ihnen Ihre Begleitung wieder unterstützend zur Seite stehen. Der Kreissaal ist ein geschützter Bereich. Benutzen Sie bitte die ausgewiesene Klingel. Jemand von unseren Mitarbeitenden wird Sie anschließend in Empfang nehmen. Im Kreissaal steht Ihnen unser kompetentes, interdisziplinäres Team, bestehend aus hochqualifizierten Hebammen, Hebammenschülerinnen, Ärzten, medizinischem und pflegerischem Personal zur Seite. Unser Ziel ist es, Sie während Ihres Aufenthaltes vollumfänglich zu unterstützen und dabei rund um die Uhr, möglichst nach dem 1:1-Prinzip, zu betreuen. Nach Ihrer Ankunft wird eine unserer Hebammen die Lage Ihres Kindes ertasten und anschließend eine CTG-Kontrolle durchführen. Dabei beschreibt eine Kurve die kindlichen Herztöne und verschafft unseren Hebammen und ärztlichem Personal einen Überblick über den Zustand Ihres Kindes und über eine mögliche Wehentätigkeit. Im Anschluss folgen eine Aufnahmeuntersuchung und ein Ultraschall. Auch zu den Themen Schmerzmittel, Akupunktur, homöopathische Mittel und Periduralanästhesie beraten wir Sie gern. Beziehen Sie für Ihre Geburt einen unserer drei ganz auf Ihre Bedürfnisse eingerichteten Entbindungsräume. Sprechen Sie mit Ihrer zuständigen Hebamme, wie Sie sich die Geburt Ihres Kindes vorstellen. Wir bieten Ihnen vielseitige Geburtsvarianten. Unter anderem besteht die Möglichkeit zu einer Wassergeburt. Die Räume sind mit variablen Entbindungsbetten ausgestattet, die viele weitere unterschiedliche Geburtspositionen ermöglichen. Im Mittelpunkt unseres Kreissaals befindet sich die gesamte administrative und dokumentarische Überwachung. Ein Monitor zeigt Ihre CTG-Kontrolle und die der anderen Patientinnen im Kreissaal. Somit hat unser Team jederzeit einen hervorragenden Überblick und kann schnell auf Veränderungen reagieren. Mit der kabellosen Herztonüberwachung haben Sie die Möglichkeit, die Geburt Ihres Kindes durch ungehinderte, freie Bewegungen zu unterstützen. Ist der Zeitpunkt der Geburt Ihres Kindes gekommen, begleitet und unterstützt Sie unser medizinisches und pflegerisches Personal rund um die Uhr. Ganz nach Ihren Wünschen. Ist Ihr Baby geboren, wird es Ihnen direkt auf die Brust gelegt. Nun haben Sie Zeit, den einzigartigen Moment zu genießen und Ihr Kind in aller Ruhe willkommen zu heißen. Das erste Stillen ist einer der schönsten Momente. Unsere Hebammen helfen Ihnen diesbezüglich für einen optimalen Start. In Ihrem Beisein wird dann die erste Vorsorgeuntersuchung, U1, bereits im Kreissaal von Ihrer Hebamme durchgeführt, wo Sie dann auch die ersten 2 Stunden als Familie verbringen. Haben Sie einen Termin für einen Kaiserschnitt oder wird ein operativer Eingriff während der Geburt notwendig, liegt unser Operationssaal direkt gegenüber des Kreissaals. Der Eingriff erfolgt in der Regel in einer Teilnarkose, damit Sie auch unter diesen Umständen die Geburt Ihres Kindes bewusst erleben können. Nach der Geburt wird Ihr Kind von unserem Ärzteteam routinemäßig direkt nebenan untersucht und anschließend im OP wieder in Ihre Arme gelegt. Sollte eine intensivmedizinische Versorgung Ihres Kindes notwendig werden, arbeiten wir eng mit der Kinderklinik des Städtischen Klinikums Braunschweig zusammen und können schnellstmöglich entsprechend handeln. Nach der Zeit im Kreissaal erholen Sie sich in dem für Sie vorbereiteten Zimmer auf der Station. Die geburtshilfliche Abteilung hält für Sie nach Möglichkeit ein Familienzimmer bereit. Die Zimmer verfügen über ein eigenes Bad und einen Wickelbereich. Wir verfolgen die Philosophie der räumlichen Gemeinschaft von Mutter, Kind und Familie, wann immer es geht.
Dazu gehört auch das 24-Stunden-Rooming-In, in dem Mutter und Kind nicht getrennt werden. Die Station verfügt über ein separates Stillzimmer und ein angrenzendes videoüberwachtes Kinderzimmer. Ab dem zweiten Tag nach der Geburt Ihres Kindes kann hier die Vorsorgeuntersuchung, U2, durch einen Kinderarzt stattfinden. Auf der Station erwartet Sie ein geschultes Team aus Fachkinderkrankenschwestern und Hebammen. Wir möchten, dass die Geburt Ihres Kindes in unserem Haus ein unvergessliches Erlebnis für Sie wird und wünschen Ihnen von Herzen einen guten Start für die aufregende Zeit als Familie. Sowohl für die Zeit vor als auch für die Zeit nach der Geburt bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an unseren vielfältigen hausinternen Kursen teilzunehmen. Einen Überblick zu unserem Angebot sowie alle Informationen zur Anmeldung erhalten Sie auf unserer Homepage. Wir würden uns freuen, Sie bei uns im städtischen Klinikum Wolfenbüttel begrüßen zu dürfen und Ihre Geburt zu einem einzigartigen Erlebnis, ganz im Einklang mit Ihren Vorstellungen werden zu lassen.